Im heutigen Video kümmern wir uns um ein Command-System und werden noch eine Clear-Command-Klasse schreiben. Viel Spaß! Bevor das Video beginnt, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir einen super coolen Discord haben, bei dem sich alles rund ums Gaming dreht. Dort findet ihr immer coole Mitspieler für eure Games. Außerdem veranstalten wir regelmäßig Events, bei denen ihr sogar echtes Geld gewinnen könnt. Jetzt viel Spaß mit dem Video! So, wir starten, dass wir einmal über alles drüber gucken, was wir letztes Mal noch gemacht haben. Wir können inzwischen unseren Discord-Bot starten, können ihn wieder runterfahren und haben bis jetzt ein Message-Receive-Event, wo wir ein Event empfangen, wenn jemand eine Nachricht dem Bot schreibt. Und zwar in dem Text-Channel eines Servers. Jetzt wollen wir das Ganze so umschreiben, dass wir nicht hier unsere Commands so drin haben, so mit if-else oder switch-case oder so, sondern wir wollen wirklich, wie zum Beispiel in der Spigot-Programmierung, eine eigene Klasse dafür haben. Genau. Dafür würde ich sagen, legen wir erstmal ein neues Package an. Wir nennen das Commands. Und hier drin lege ich jetzt noch ein Package an, Types oder so. Na, hätte ich auch direkt machen können, egal. Hier drin in dem Types legen wir ein Interface an. Und das nennen wir jetzt Server Command. Wenn ihr Lust drauf habt, können wir das später auch noch verallgemeinern und als an sich Command machen, dass wir auch im Privatchat Commands annehmen können. Aber fürs Erste reicht das jetzt. Hier schreiben wir eine Public Void Perform Command. Und die soll als Übergabewerte ein Member, genau hier von netdv8 Tion JDA RP Entities, den nennen wir einfach P Player, wie wir es gewohnt sind. Wir können noch M nennen oder wir lassen einmal M, dann ist es einfacher zu verstehen. Dann übergeben wir den Text Channel. Text Channel ist eben der Channel im Discord, bei dem man schreiben kann, also auf einem Discord-Server, nicht im privaten. Den nennen wir Channel. Und dann übergeben wir noch die Message. Auch für Message. So, und hier müssen wir jetzt, da es ein Interface ist, keine Klammern aufmachen, sondern einfach so fertig. Das ist schon unser komplettes Server-Command-Interface. Jetzt machen wir eine neue Klasse. Allerdings in den Commands muss ich hier einfach das entfernen. So, und da fangen wir jetzt einfach mal an mit zum Beispiel einem Clear-Command. Und dieses tut jetzt implements Server-Command. So. Hier machen wir jetzt add unimplemented methods und sehen wir schon, bam, ups. Haben wir das direkt drin. Wenn wir jetzt hier speichern, gibt es auch keine Fehler mehr. Und diese Methode wollen wir jetzt dann aufrufen. Und dafür gehen wir in unseren Command Listener. Das Ganze können wir an sich einfach wieder rauslöschen. Bis hier unten. Das brauchen wir alles nicht mehr. Wir schauen einfach, dass der hier mit unserem Präfix anfängt, also mit dem Ausrufezeichen tut. Das machen wir noch kurz weg. Und jetzt müssen wir dann überprüfen und das richtige Command eben ausführen. Dafür brauchen wir dann noch einen Command Manager Klasse. Genau, machen wir hier ein Klasse Command Manager. Ups. Ja, können wir auch da machen. Ist egal, wo wir sie drin machen. Und die hat gar nicht so viel. Die hat eine Public Concurrent Hash Map. Und da speichern wir jetzt zum einen String. Und jetzt die zugehörige Klasse, beziehungsweise das Command. Deswegen machen wir hier einfach jetzt Apps Server Command.
Und das nennen wir Commands. Dann machen wir einen Public Command Manager. Hier machen wir jetzt this.commands is new concurrent hashmap. So, und an sich können wir hier oder in in der Hauptklasse können wir dann die ganzen Commands anlegen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal hier. Das heißt, wir machen dann darunter this.commands.put. Da wollen wir jetzt clear haben. Und hier machen wir jetzt new clear command. Fertig. Jetzt müssen wir natürlich prüfen, wenn das hier eingegeben wird nach dem Präfix, dann soll da der perform comment ausgeführt werden. Das heißt, wir werden jetzt hier eine Methode schreiben, public mal void, dann machen wir boolean zum Überprüfen, ob es das gab. Also wenn es true zurückgibt, dann gibt es dieses Command, dann wird es ausgeführt. Wenn es false zurückgibt, gibt es dieses Command einfach nicht. Perform und jetzt String Dingsbums Command, machen wir es einfach. So, und jetzt müssen wir aber auch alles von dem Server Command übergeben, also das alles, damit wir das dann auch so weitergeben können. Erstmal return false. Und jetzt schauen wir durch alle durch und prüfen, ob wir das haben. Jetzt lasst mich überlegen. Machen wir das mit dem for each. Oder einfach direkt mit get. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, ob es eine Fehlermeldung gibt. Wenn ich hier einfach get mache. Ah, dann gibt er einfach nur null zurück. Ja, dann machen wir es einfach so. Command. Das machen wir am besten to lowercase. Und hier machen wir jetzt noch einmal drum. Ja, das wird jetzt gerade ein bisschen komisch. Hier holen wir uns jetzt vor ein Server-Command raus. cmd. Und dann, Achtung jetzt auf die Klammern, if, zwei Klammern auf, cmd ist gleich, dann den ganzen Teil und dahinter nochmal Klammer zu, nicht gleich null und noch eine Klammer zu und dann die geschweifte Klammer auf. So. Was das tut, ganz einfach, wir gehen hier durch, also mit if, wir fragen was ab und dann im ersten Teil setzen wir die Variable cmd zu dem, was wir zurückbekommen, wenn wir eben auf dieser Hashmap get abfragen. Get macht eben, er guckt, ob dieses String übereinstimmt mit dem, was wir ihm hier geben, also dem eingegebenen Command in alles klein geschrieben. Und wenn es das gibt, dann gibt das zurück, ansonsten gibt er null zurück. Und deswegen, damit wir hier dann keine Null-Point-Exception haben, wenn wir damit arbeiten, prüfen wir dieses ganze Ding, also das cmd, nochmal, dass es auch auf keinen Fall null ist. Weil wenn es eben null ist, dann soll er einfach return false machen, gibt es das Command nicht. Und ansonsten gibt es das Command und dann führen wir das jetzt einfach aus. cmd.performComment und ja, das passt alles schon. Und so klein ist es und fertig sind wir hier schon. Genau, jetzt müssen wir hier im Command-Listener das noch machen. Ich würde sagen, wir tun hier den Präfix ein bisschen abändern, damit das einfacher dann zu verstehen ist. Mir ist eingefallen, wir brauchen die Args dann doch, die wir hier gelöscht hatten. Ist damit deutlich einfacher. So. Allerdings würde ich sagen, machen wir einfach nur ein Ausrufezeichen. Und 1.
Und hier prüfen wir einfach nur, ob das größer 1 ist. Nein, ob es größer 0 ist, so rum. Weil das wird dann weggenommen. Dann tun wir wieder Leerzeichen prüfen. Also nach den Leerzeichen splitten in einzelne Teile. Und dann wollen wir den ersten Teil davon haben, weil der wäre ja dann genau unser Command, also Ausrufezeichen clear in dem Fall. Genau, da müssen wir allerdings hier im Discord-Tutorial jetzt den Command-Manager noch referenzieren, dass wir auch wissen, dass es den gibt. Dann tun wir mal private machen. Command-Manager cmd-man. Hier unten machen wir den unter diesen ganzen Methoden, fangen wir hier an. Cmd-man ist gleich new Command Manager. Wir sollten ihn doch auf jeden Fall vor dem Command Listener registrieren, weil sonst kann jemand einen Command eingeben, obwohl die Commands noch nicht gibt, und dann gibt es nur Fehler. Genau. Und dann machen wir hier unten noch eine getCmdMan. Im Command Listener machen wir jetzt. Ups, fehlt sogar noch was. Wir müssen hier noch eine Instance haben. Also eine public static Discord Tutorial Instance. Und die tun wir ganz vorne definieren. Instance ist gleich this, damit wir hier auch drauf zugreifen können. So, und jetzt können wir hier discord-tutorial.instance.getcmdman.perform args0. Und den haben wir noch nicht rausgeholt, das ist event.getMember. Channel Message geht auch noch nicht, event.getMessage. So. Und da können wir jetzt direkt auch noch überprüfen, also if darum packen. Machen wir hier not davor, also wenn es nicht der Fall ist, dann soll er, keine Ahnung, unknown comment oder so ausgeben. Was machen wir da? Machen wir da einfach eine normale Message, also Channel haben wir ja schon. Channel.send Message. Jetzt frage ich mich gerade, können wir das so machen, dass wir das hier so reinschreiben. Unbekanntes Kommando. Irgendwie so. Ja, und da Punkt Q. Kommen wir natürlich wieder. So. Und dann gucken wir hier mal nach dem Clear-Command. Das heißt, das müsste jetzt direkt aufrufbar sein schon. Und dann machen wir jetzt hier erstmal was recht Kleines. Also als allererstes mal fangen wir an, dass wir die Clear-Nachricht von dem User direkt wieder löschen. Die muss keiner sehen. Und dann sollten wir prüfen, ob der auch, ja, beziehungsweise prüfen erst, ob er die Benachrichtigung dazu hat. Dann machen wir m.getHasPermission und am besten für den Channel und dann die Permission. Was machen wir da? Managed Message. Manage da. Dass man eben Nachrichten auch normal löschen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann passiert einfach nichts. Dann wird das schön peinlich für denjenigen, der es versucht hat. So. Dann würde ich sagen, probieren wir erstmal aus, die Nachricht wieder zu splitten. In verschiedene Argumente. Message.getContentDisplay.split.
Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, dass wir einfach nur clear und eine Zahl machen. Einfacher für den Anfang. Das heißt, wir machen if args.length ist gleich 2. Das 2 steht eben hier für Ausrufezeichen clear. Das ist die 1 und dann 2 ist, keine Ahnung, 3. Das sind erstes Argument, zweites Argument. Genau, das erste Argument hier, das haben wir alles schon geprüft. Also jetzt müssen wir nur noch den zweiten gucken. Und ja, da tun wir jetzt einfach dann einen Try-Catch drauf machen. Ups, da war ein Plus zu viel. Ich krieg gerade die Tastatur noch nicht hin. Hier machen wir jetzt ein int-amount. Ist gleich integer.parseInt, oh, hat sogar schon richtig gemacht. args1. Dann können wir direkt hier den Catch jetzt dranfügen. Und das ist eine Number Format Exception. Ist nur die Frage, ob wir sie in Konsole ausgeben lassen wollen oder nicht. Machen wir einfach mal. Muss man nicht unbedingt machen. So. Und jetzt geht das ganz einfach. Jetzt müssen wir mit dem Befehl channel.purgeMessages dem eine Liste übergeben an Nachrichten. Und dafür machen wir uns jetzt gleich eine Hilfsmethode. Hier unten drunter. Ich tue es nochmal weg, dass es keine Fehler gibt. Und die nennen wir jetzt einfach public list message get. Und da den message channel. Channel, also das wird dann später auch für andere Channel verfügbar sein. Jetzt hier int amount noch. Und dann definieren wir eine neue Liste. Hier. Messages is new array list. Und die werden wir auf jeden Fall dann auch wieder returnen. So, jetzt gibt es schon mal keine Fehler. Jetzt machen wir ein int i is amount plus 1. Weil das Problem ist hierbei, das wird ziemlich sicher, dadurch, dass das hier gequeued wird, wird das aufgeführt, ausgeführt, bevor das gelöscht ist. Und wir wollen ja die oben drüber löschen, deswegen hier plus 1. Genau, jetzt machen wir ein for message, ups, message, Doppelpunkt, channel.get iterable history punkt catch false. Jetzt gehen wir durch die ganzen Nachrichten einmal durch und jetzt prüfen wir noch einmal kurz, dass die Nachricht nicht gepinnt ist, weil wir wollen natürlich keine angepinnten Nachrichten entfernen aus Versehen. Und wenn das der Fall ist, dann machen wir message punkt add, ups, messages natürlich, add message und dann hier if minus minus i kleiner gleich 0 ups break. Allerdings sollten wir das, das ist jetzt eure Entscheidung, wo ihr das platziert. Wenn ihr sagt, ihr habt drei Nachrichten, eine davon ist angepinnt, ihr wollt jetzt drei entfernen. Wenn ihr es jetzt hier außen habt, dann werden nur zwei entfernt, weil die angepinnte wird nicht entfernt. Wenn ihr sie drinnen habt, dann wird eine oben drüber auch noch entfernt, weil ja dazwischen eine angepinnte ist. Das überlasse ich euch jetzt, wie ihr das dann haben wollt. Genau, das ist auch schon die ganze Get-Methode.
Und dann müssen wir jetzt hier einfach machen channel.purgeMessages und hier jetzt get channel, amount. Und ich glaube, das muss man auch nicht queuen. Nein, das ist so. Genau, und jetzt können wir hier noch eine Nachricht dran senden. Channel. Send message. Einfach deleted. Na, wenn wir schon alles auf Deutsch gemacht haben. Dann hier. Amount plus Nachrichten gelöscht. Und das Ganze machen wir jetzt ein bisschen anders als sonst. Wir tun es jetzt completen und dann ein Delete dranhängen. Und das dann queue after. Das heißt jetzt, wir werden es direkt senden, ohne dass es angehängt wird. Und dann direkt eine Delete Operation anhängen. Also dass es in den Sekunden, die wir jetzt hier angeben, danach direkt wieder gelöscht wird. Dass das eben nur, sagen wir, 3 Sekunden die Nachricht da ist und danach direkt wieder verschwindet. TimeUnit.seconds. So. Und ja, dann packen wir noch einen Return dahinter, damit hier drunter der Code nicht weiterläuft. Bräuchten wir nicht. So, und wenn alles richtig war, dann sollte das jetzt so laufen. Gucken wir noch einmal überall durch. Wir haben hier das gemacht. Wir haben das definiert. Wir haben den. Wird performt. Registriert. Das sieht gut aus. Dann starten wir den mal als Debug. Bot online. Jetzt gucken wir hier mal. Hallo Welt 1, 2, 3. Clear 2. Bam, bam. 2 Nachrichten gelöscht, unbekanntes Kommando. Okay, da ist ein Fehler passiert. Vor allen Dingen hat er jetzt mehr als 2 Nachrichten gelöscht. Übrigens interessant, dass ich Eurotruck Simulator spiele. Seht ihr hier irgendwo Eurotruck Simulator? Da ist nichts offen. Ui, das war laut. Wollen wir jetzt einmal gucken. Zum einen nehmen wir dann hier einfach mal das plus 1 weg. Habe ich mich da doch vertan? Okay. Und wieso gibt er dann hier ein nicht zurück. Oh ja, klar, weil wir natürlich vergessen haben, hier ein Return True hinzumachen. So, probieren wir das nochmal. Hallo, 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir so. Clear 2, also er müsste jetzt 5 und 4 clearen. Ne, jetzt hat er doch. Gut, dann lag das an dem anderen mit dem Return True wahrscheinlich. Also ist doch hier plus 1. Wusste ich es doch. Oder ich war ja gerade einfach nur zu doof und habe mich verzählt. Mal nochmal clear 2, dann ist jetzt 4 und 3 weg. Also irgendwie fühle ich mich jetzt verarscht. Kann es sein, dass er das zweimal aufruft oder so? Wenn er nur das Amount hat. Jetzt clear 2. Dann müsste da 1, 2, 3 stehen. Und steht da bei 1, 2, 3, 4. Okay, ich habe unseren Fehler gefunden. Wir nehmen einfach hier oben das Message Delete Queue doch nochmal weg. Weil dann, wenn wir gucken, funktioniert das perfekt. Das haben wir jetzt hier 4 Stück. Dann machen wir jetzt 2. Bam, haben wir noch 1 und 2 da stehen. Und dann löscht sich die auch. Machen wir noch 3, 4, 5, 6. 7, clear 7, bam, steht nur noch Hallo da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nochmal, aber die 4 werden wir jetzt anheften. Machen wir hier nochmal clear 7. Das
Jetzt hat er gerade eben das mit dem wurde angeheftet auch noch als Nachricht erkannt. Okay, machen wir vielleicht nochmal Clear 2. Bam. Jetzt wurde eben das Hallo nicht gelöscht und das 4 wurde auch nicht gelöscht. Aber es wurde mitgezählt. Hätten wir das jetzt eben in der Klammer, dann wäre jetzt das Hallo gelöscht worden dadurch. Ja, müssen wir nicht mehr. Genau. Ja. Und an sich war es das dann auch schon mit dem Tutorial für diese Woche. Und ja, ich glaube, ich werde das jetzt einfach auf Donnerstag immer verschieben, weil mittwochs kriege ich es einfach irgendwie nie hin. Genau. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch dann für nächste Woche wünscht, was wir machen sollen. Weil mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein. Außer ein paar neue Commands und vielleicht ein paar mehr Listener. Ja. Schreibt einfach mal rein. Allerdings mit Audio-Sachen werde ich jetzt erstmal noch nicht arbeiten, weil das zu extrem dann wird. Ich würde gerne erstmal auf dem Basic-Level bleiben. Also bitte auch die Kommentare dementsprechend hinrichten, dass wir uns langsam aufbessern und einen Bot bauen, der von unten raus aufgebaut wird und nicht direkt mit den Top-Features anfängt. So, dann bedanke ich mich und sage bis zum nächsten Mal.